Wir schauen uns zuerst einmal das Wasser an. Ihr seht, wir schmeißen es ins Wasser rein und es bleibt an, ja, so wie wir es eigentlich erwartet haben. €240 günstig, Militärstandard, Unterwasserfotografie, fast unzerstörbar, das sind nur ein wenige Merkmale, die angeblich das Power Armor 14 Smartphone von Ulefone auszeichnen. Ich war super gespannt darauf, was dieses Gerät kann, wie es ist im Vergleich zu anderen und was wir hier wirklich für unser Geld bekommen. Denn eins ist klar, es sucht funktionstechnisch wirklich seine Konkurrenz, denn die gibt es nicht. So viele Funktionen, wie hier für diesen Preis reingepackt worden sind, das ist wirklich unfassbar. Ulefone Power Armor 14, hier kommt meine Review und ich bin gespannt darauf, was ihr am Ende sagt. Link auf jeden Fall zum Smartphone ist für euch einmal in der Infobox und wir werden uns natürlich alle Details hier in dieser Review einmal zusammen anschauen. Das Ulefone Power Armor 14. Es ist tatsächlich ein Smartphone, was ich erstmal wirklich so ein bisschen belächelt habe, wo ich gesagt habe, okay, das kann eigentlich gar nicht sein. Das Ding hat unter anderem hier eine 20-Megapixel-Kamera, eine 16-Megapixel-Kamera, die unterwasserfähig sind. Dementsprechend ist es natürlich mit Android 11 ausgerüstet. NFC hat es auch, GPS selbstverständlich auch, einen ultra starken Akku mit über 10.000 mAh. Stunden und wir haben hier selbstverständlich erweiterbare Speicherkapazitäten, also jede Menge, wo man tatsächlich sagen kann, das Ding gucken wir uns doch mal etwas genauer an. Was mir ultra positiv zu Beginn aufgefallen ist, ich habe es ja einmal für euch im Stream damals geunboxed, ist, dass wir hier extrem viel mitgeliefert bekommen. Natürlich alle Kabel, die wir benötigen, das ist selbstverständlich USB Typ C und es ist hier tatsächlich auch schon eine Panzerglasfolie mit dabei. Das Ding ist in einem Case drin, allerdings auch nochmal für alle, die jetzt sagen, okay, es ist in einem Case drin, ja, aber wie kann ich das Ganze verstehen? Das ist tatsächlich so ein Hightech-Case, ähnlich wie ein Bumper, womit nochmal Stöße extra abgefangen werden sollen. Es ist auch, und das finde ich sehr, sehr gut, ein Wandlader dabei. Den kriegt man ja bei etwas größeren Herstellern mit angewissenem Apfel leider nicht mehr. Und ihr habt selbstverständlich Bedienungsanleitung, Hangtag und ein sehr, sehr großzügiges USB-C-Kabel mit am Start. Man kann insgesamt sagen, eigentlich alles und noch viel mehr, was man benötigt, um hier loszulegen. Also Ulefone hat sich hier nicht lumpen lassen und das zeigt nochmal, dass dieser Preis tatsächlich extremst günstig ist. Gerade möchte ich nochmal andere Hersteller sehen, die derzeit Case mitliefern, Panzerglasfolie mitliefern etc. Das Smartphone selber macht einen sehr, sehr robusten Eindruck. Wiegt natürlich auch so ein bisschen was, ist klar, bei dem, was es alles kann. Rückseite, Kamera, wirklich beeindruckend, diese ja, drei Kameras plus Blitz. Das ist schon richtig, richtig stark. Auf der Seite sehr schön in edler Optik und von der Haptik her wirklich super gut. Einmal die verschiedenen Knöpfe. Wir haben unten einmal den Typ C Ladeanschluss. Der ist natürlich auch gesaved vor Wettereinflüssen. Auch so muss das natürlich auch dementsprechend sein. Und wir haben natürlich hier ebenfalls dann die Möglichkeit, das Smartphone auch direkt in Betrieb zu nehmen. Kopfhörerbuchse gibt es übrigens auch. Für alle, die sich das gefragt haben, könnt ihr auch machen. Auch in dem Fall gar kein Problem. Wenn wir uns das Smartphone etwas genauer anschauen, dann sehen wir auch schon direkt den weiteren Clou. Ihr bekommt zwar eine Panzerglasfolie mitgeliefert, allerdings ist hier von Werk aus schon eine drauf gemacht. Und gerade für so Personen wie mich, die so eine Panzerglasfolie drauf machen und das sieht einfach nie gut aus, ist das natürlich ein absoluter Segen gewesen, wo ich gesagt habe, super, kann man machen, nehmen wir so und ja, dementsprechend passt das dann auch alles. Von daher an dieser Stelle ganz, ganz großer Pluspunkt und vielen Dank an Ulefone, dass ich hier an solche Anwender gedacht habe.
Das Smartphone selber ist eigentlich komplett Android-mäßig unterwegs, deswegen kann man dieses Betriebssystem an sich auch wirklich so erstmal stehen lassen. Was mir hier positiv gefällt, ist, dass der Touchscreen wirklich sehr, sehr gut reagiert. Super. Habe ich noch beim Smartphone unter 300 Euro selten erlebt, dass der so gut reagiert. Auch die Frontcam und so weiter lässt sich super leicht ansteuern und die Bildqualität der Kamera ist tatsächlich extremst gut. Muss allerdings auch 20 Megapixel, das ist schon mal eine Ansage, aber ich lasse euch eins sagen, das liefert diese Kamera tatsächlich auch ab. Jetzt wirbt natürlich Ulefone natürlich mit dieser Power Armor Sache. Power Armor heißt laut Ulefone, wir können das Ding auf den Boden schmeißen, wir können hier das Ding unter Wasser nutzen und selbstverständlich auch Staub etc. soll diesem Smartphone gar nichts ausmachen. Wenn wir uns das einmal im Detail anschauen, dann sehen wir hier tatsächlich auch, alle möglichen Öffnungen etc. sind doppelt und dreifach abgesichert, mit Filtern etc. versehen. Also hier ist tatsächlich für Staub ganz, ganz schwer durchzukommen. Und Wasser müssen wir natürlich gleich einmal unter das Wasser halten und vielleicht ins Wasser schmeißen, ist allerdings hier mit dem Smartphone auch überhaupt gar kein Problem. Was allerdings natürlich den Sturz aus 100 Metern angeht, da möchte ich hier meine Hände nicht für ins Feuer legen, aber Sturz aus normalen Höhen macht ebenfalls diesem Smartphone nichts aus und es ist super robust, das lässt sich definitiv auch einmal zusammenfassen. Hält also jede Menge aus, auch wenn ich hier sagen würde, der Kunststoff auf der Rückseite wird sicherlich die eine oder andere Schramme davontragen, wenn ihr das Ding regelmäßig auf den Boden knallen lasst. Ein Outdoor-Smartphone par excellence, deswegen jetzt hier ein paar Tests für euch. Wir schauen uns hier erst einmal das Wasser an, ihr seht, wir schmeißen es ins Wasser rein. Und es bleibt an, so wie wir es eigentlich erwartet haben. Schwierig wird es dann bloß natürlich unter Wasser dementsprechend den Touchscreen zu bedienen. Das ist aber auch normal. Finde ich, klappt hier aber noch verhältnismäßig alles ganz gut. Nächster Test ist selbstverständlich, wenn wir das Ding einmal fallen lassen. Auch hier, ich habe was drunter gelegt, natürlich, damit ich hier keine Schramme in den Boden mache. Muss man sagen, übersteht das Ding auch ohne Probleme. Also Bumpertechnik funktioniert ebenfalls. Also all das, was der Hersteller angibt, funktioniert erstmal auf dem Datenblatt. Wir können natürlich auch mal mit dem Auto drüber fahren oder so, aber das muss jetzt auch wirklich nicht sein. Das halte ich jetzt auch im Alltag erstmal für eine etwas abstruse Situation. Was kann man insgesamt hier sagen? Power Armor 14. Power Armor 14 hält, was es verspricht. Kostenpunkt 240 Euro, definitiv super günstig für dieses Smartphone und für alle geeignet, die vielleicht gerne campen gehen, viel draußen unterwegs sind oder einfach, so wie ich, gerne mal ihr Smartphone fallen lassen. Das Ding hier ist super geeignet, speziell natürlich für Outdoor, also Urlaub etc. Ihr seid super versorgt und könnt schöne Fotos machen. Muss man einfach dazu sagen, das leistet dieses Gerät doch wirklich hervorragend. Wie würde man es bewerten? Genau das ist natürlich die Frage, die viele sich stellen. Online hat es alle Bewertungsstatistiken wirklich top abgesahnt. Und ich habe mir gedacht, ich mache für euch mal wieder eine Bewertungskarte. An dieser schauen wir uns das Ganze jetzt einmal an. Und ich würde sagen, wir legen hier einfach einmal los. Innovation würde ich relativ weit oben sehen tatsächlich, weil das ein Outdoor-Smartphone ist, was in sich wirklich super funktioniert, wo es keine großen Probleme gibt und was nicht wirklich so ein bisschen outdated wirkt. Deswegen 4 von 5 Punkten für die Innovation beim Power Armor 14. Design hingegen ist nur mit 3,5 Punkten. Es ist natürlich schon kräftig, das ist normal. Das bringt dieses Outdoor-Ding mit. Genauso will ich auch die Praktikabilität bewerten. Ist natürlich schon ein ordentlicher Klotz. Wenn ihr allerdings sowieso größere Smartphones gewohnt seid, wird es gar nicht mal negativ ins Gewicht fallen. Einziges, was ins Gewicht fällt, ist das Gewicht, denn das wiegt schon ein paar Gramm mehr. Muss man aber auch sagen, kommt letztendlich der Kernfunktion dieses Smartphones zugute und das ist definitiv die extreme Robustheit. Letzter Punkt ist dann die Qualität. Hier kann ich überhaupt nichts Negatives sagen. Qualitativ ist das Ulefone Power Armor 14 extrem gut. Wir haben es gesehen, also ich habe es jetzt schon länger auch im Einsatz für euch. Ihr wisst ja, wann der Stream war, das war schon länger her. Übrigens immer gerne Montag und Mittwoch auf Twitch einschalten. Hier kann man wirklich nichts sagen. 5 von 5 Punkten würde ich einmal dementsprechend für die Qualität vergeben. Das ist für mich richtig, richtig gut, gerade im Preis-Leistungs-Verhältnis betrachtet. Ein richtig schönes Gerät. Insgesamt 4 von 5 Punkten für das Power Armor
14 von Unifone. Meines Erachtens ein richtig, richtig gutes Smartphone. Für diesen Preis, für 240 Euro, bekommt ihr hier nichts Robusteres. Deswegen, wenn ihr es haben wollt, Link ist für euch ja mal unter dem Video in der Infobox. Dort gibt es auch nochmal alle technischen Details. Habt ihr Fragen zum Smartphone, alles gerne in die Kommentare schreiben. Ich versuche so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten. Bis dann hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne hier auf YouTube ein Abo da. Ich würde mich unfassbar freuen natürlich dementsprechend, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und wünsche euch bis dahin alles, alles Gute. Bleibt gesund, Leute. Passt auf euch auf und bleibt natürlich smart. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.